töte es, bevor es Eier legen kann. Und er hat es geschafft. Und damit herzlich willkommen wieder zurück zur Live in the Woods. Und wir haben jetzt hier das Problem, dank Bowie mit seiner Hilfe noch ganz schnell regeln können. Und das, und genau das, ist meine erste supergeile Pyramiden Leiter. Treppe. Ich möchte gerne hier hochgehen und dann möchte ich hier oben weitermachen. Also es wird auf jeden Fall eine hohe Decke. Das Problem an der ganzen Sache wird, wir brauchen extrem viel Holz. Wir werden ein extrem langes Filmchen drehen, nur über Holzfarming. Ich hoffe, ihr seid darauf gefasst. Ich habe hier noch schnell, wie gesagt, jetzt funktioniert es auch mit meinem Crafting-Table und einen kleinen Ofen, gesponsert bei Bowie Instruction. Und ich höre hier schon wieder. Und ja, ich habe mir noch ein paar Dings geholt und ich werde ja jetzt erstmal was reinmachen, was ich jetzt nicht mitnehmen brauche. Das ist zum Beispiel, ich brauche keine drei Schaufeln. Ich brauche keine Eichenholztreppe und ich brauche keine Fichtenholzdinger. Und ich brauche auch keine Erde, obwohl die Erde kann ich einfach jetzt nochmal mitnehmen. Aber ich brauche die Eisenachse. Und die Eisenachse gehen mir bald kaputt. Also wir müssen nochmal gucken, dass wir Eisenachse kriegen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier diese ganzen... ich habe super viele Sprösslinge. Und hast du irgendwie eine Idee, wo wir die jetzt alle so ein bisschen anpflanzen? Deine Sprösslinge? Ja. Ich würde ja fast sagen... Die versuchen wir sonst mal hier. Ich muss jetzt erstmal alle reinbringen. Was ist das denn? Löwenzahn? Nee. Wir wollen ja Eichendings. Genau, wir wollen das. Birkensetzlinge, ja. Eichensetzlinge, okay, dann haben wir 16 Stück davon. Löwenzahn habe ich da drüben schon. Und Fichtendings. Also, hier habe ich schon mal gute Möglichkeiten. Für ein Dings. Gibt es da eigentlich eine Bewandtnis, inwieweit die auseinander sein müssen, damit die gut gedeihen? Was? Eine Sitzlänge? Ja. Warte mal ganz kurz. In der Nähe von Wasser müssen die das, musst du die platzieren. Wo sind denn jetzt bitte schön... Ich hätte eben gerade 16 Stück. Klick dahin, wo sie als letztes waren. Beziehungsweise dahin, wo das reinswitcht. Normal, wenn du etwas benutzt und das ausgeht, zum Beispiel in Holz verwendest und dann kommt ein neuer Stack rein. Der ist dann an derselben Stelle, wo das vorher war. Nur halt manchmal wird das unsichtbar und dann musst du, keine Ahnung, gehst du auf E und dann öffnest du dein Inventar und klickst auf die Stelle, dann müsstest du das wiederfinden. Da, tatsächlich, Alter. Es war unsichtbar gewesen. Gut, okay. Es muss Wasser sein. Müssen wir denn... Jetzt ist hier. Du brauchst einen Eimer. Oder du baust bei Wasser. Okay. Das was wird? Ich weiß ja nicht. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Ja. So. Ich wäre ja auch fast schon geneigt, erstmal meine fucking Dings hier zuzumachen. Obwohl, das ist ja... Oh, da ist eine Blume drin, Alter. Ich muss jetzt, glaube ich, schon mal in die andere Richtung gehen. Ich glaube, ich muss schon mal in deine Richtung gehen, weil ich hier schon extrem viel abgebaut habe. Alter, was ist denn hier mit dem Wasser los? Es ist ja... Oh, das ist ja extrem. Okay, ich komme mal zu dir da in diese Richtung. Das scheint noch sehr waldig zu sein. Ich glaube, ich kann nicht mehr allzu lange... Tut mir leid, Schweinchen. Tut mir leid, ich muss dich leider...
Ja. Jetzt kann ich wieder sprinten. Wir sollten auch mal gleich mal dran überlegen, dass wir uns mal selbst so eine Steinspitzhaxe machen und nicht immer auf Bowie Construction angewiesen sind. Klopf, klopf, klopf. Okay. Es klopft jemand. Jemand will in deine gute Stube. Meine Mom. Yeah, sie bringt was zu essen. Er weiß Bescheid. Als ob ich es nicht wusste, Alter. Er hat so ein gutes Leben, Alter. Ich vermisse mein Leben. Ab und an schon zu Hause. Also es gab sehr viele Vorteile, wie gesagt. Und der eine große war halt auch gewesen, dass das Essen mir immer gemacht wurde. Alter. Heute muss ich den ganzen Scheiß selbst machen. Hier sind Kürbisse. Bringen wir schon mit. Okay. Okay, habe ich. Ich muss das Schweinchen nochmal schnell machen. Das ging ja mal gar nicht. Rohes Fleisch bringt nicht so viel, ne? Bitte? Rohes Fleisch bringt nicht so viel an Herz, ne? Oder so? Nee, nee. Fast gar nichts. Wir müssen es also zu Hause brutzeln. Merke, brutzeln. Mit dem Brutzler. Wir müssen noch mal gucken, irgendwo konnte man doch auch so eine komischen Mammutbäume irgendwie herstellen. Herstellen brauchst du es gar nicht. Das sind die Bäume, die so vier aneinander gewachsen sind oder so, ne? Ja, da waren wir schon. Ganz am Anfang. Da waren wir schon. Oh, guck mal, hier haben wir einen Mammutbaum, Alter. Also der ist fett. Das ist kein Mammutbaum. Also für mich ist das ein Mammutbaum. Reden wir doch nicht dazwischen. Ich sage, es ist ein Mammutbaum. Okay. Was sind das dann für Bäume im Dschungel? Das sind Dschungelbäume. Ah. Ja, das verstehst du, wenn du mal groß bist. So, warte mal ganz kurz. Ich hätte doch noch, ich habe hier noch einen Sprießling. Aber der wird, glaube ich, nichts, wenn ich den einfach mal da hinsetze. Erde. Die machen wir ganz mal nach hinten. Damit ich den restlichen Dings auch noch abgrasen kann. Wo war das jetzt? Doch da. Dann machen wir wieder diesen wunderbaren Elevator. Nur für das eine Ding? Nee. Cool, ich bin dran gekommen. So, das war. Oh, nee, hier. Hier kommen wir nicht. Okay, das dürfte wohl reichen. Oh, ich habe hier. Ach, das sind unsere Dings noch. Vom Anfang. Unsere beiden. Sachen mal schnell. Unsere beiden Truhen. Okay. Wir müssen noch gucken, dass wir die nächste Zeit mal. Er macht schon eine Straße, die kleine Hure. Sehr schön. Dass wir. Ja. Ich vergesse das jedes Mal. Alter. Ich bin so leider so vergesslich. Ich habe doch nicht nur jetzt 64 Holz mitgebracht. Okay, das ist klar. Das muss ich natürlich jetzt noch verbuddeln. Also in Hölzchen umwandeln, das stimmt schon. Aber trotzdem. Okay, so. In die große Truhe rein. Was soll ich denn jetzt mit den Kürbissen machen? Wie viele hast du? Drei Stück. Krieg ich einen? Wenn du mir sagst, was du damit machst.
My house, yeah. Oh mein Gott. Ich kann da durchgucken. Das sieht aus wie eine Maske. Oh mein Gott, ich kann mich selbst betrachten. Ich sehe so schön aus. Ich bin so schön. Oh mein Gott. Okay. Was für ein Spielkram. Ich will auf jeden Fall noch Blümchen. Die kannst du später anpflanzen mit den Kernen. Kürbiskern, ja. Okay, wir müssen wieder vorsichtig sein, glaube ich, ne? Mhm. Wieso kann ich jetzt die Blumensprösslinge nicht reinmachen? Also Weizen... Ach so, das sind Weizenkörner. Nee, stimmt. Die kann ich nicht. Die muss ich erstmal... Die muss ich erstmal dieses R mit der Hake und so. Genau. Ah, stimmt, stimmt. Mhm. Aber das kann ich hier machen. Das kann ich auch machen. Und das kann ich noch machen. Und das sind nochmal Weizenkörner. Hier sind dann nochmal Weizenkörner. Okay. Wir sollten uns ein Bett machen. Wenn ich jetzt eigentlich ein Bett mache und darin schlafe, ist es denn für mich hell oder ist es für uns alle beide hell? Wir müssen beide schlafen, damit die Nacht rumgeht. Mmh. Also ist unser erstes Ziel jetzt erstmal auch ein Bett, ne? Okay. Mmh. Man braucht, glaube ich, Wolle dazu, ne? Ich hab ein Bett. Er hat ein Bett. Hast du auch ein Bett für mich? Ich hab nicht genug Wolle. Okay, ich hab hier hinten irgendwo Schweinchen dick gesehen. Oh, da ist eine Spinne. Oh, das wird jetzt richtig gefährlich, Alter. Mann. Ein Schweinchen? Ah! Dieses Skelett. Ein Enderman! Ein Enderman! Nicht angucken! Ich dich schon an. Er greift mich an, ich habe ihn angegriffen. Warum machst du das? Ah, ich bin gestorben, Alter. Von einer Spinne erschlagen. So viel zum Enderman. Ja, das war hinten ein Enderman, aber... Die Scheiße ist jetzt mein ganzer Stuff, Alter. Mein ganzer Stuff. Ich sehe nichts, Alter. Das ist jetzt so unfair. Ich hab noch gesagt, Alter, bevor wir nicht gewappnet sind, sollten wir nicht rausgehen. Und ich höre selbst nicht auf mich. Das ist fatal. Das ist fatal. Es ist elfatal. Was machen wir denn jetzt? Mein Stuff. Wie lange bleibt mein Stuff da? Geht da nicht, hatten wir das nicht, glaube ich, so eingestellt oder hatten wir nicht die Mob? Nee, ich glaube, ein Grabstein kommt dort dahin und in den Grabstein wurde doch, das glaube ich, die Items alle reingelegt, ne? Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, diesen Mod haben wir drin. Das ist ein Mod? Ja. Wir konnten doch auch am Anfang aussuchen, wie unser Grabstein aussehen tut. Erinnerst du dich? Du hast den Ritter genommen und ich habe die Bürste genommen. Bürste? Die Bürste. Bürste. Die Bürste. Das ist schon ziemlich nice. Brüste? Ich habe Bürste genommen. Wenn ich mal sterbe, existieren Brüste. Oh, da schießt jemand auf mich. Bist du das? Nein. Ah! Nein! Geh weg, du böses Ding. Ich kann es nicht einsammeln. Aua!
Er stirbt nicht! Bowie! Ich sehe, dass du auf dem Dach bist. Was? Oder was ist da oben bei dir auf dem Dach? Da ist auch ein Skelett, Alter! Auf deinem Dach im Skelett ist ein Skelett. What the fuck? Richtig geil. Sniper. Ja. Ziel ist groß, Sniper. Das Problem ist... Hängt da oben mit der Arme. Scheiß Kitty. Aua. Aua. Komm her. Gehst du von meinem Haus weg, Hure? Oh! Wackeln! Ich töte euch diesmal alle! Ach komm! Irgendwann kriege ich euch alle tot. Rüberkommen oder so? Nee. Ich bin einem Tomat. Er hat ein Blümchen für mich! Nur der Dings ist scheiße. Der Sniper-Putzi. Aua! Alter, hier sind zwei! Und wieder? Kick dich jetzt! Kick dich jetzt weg! Ja, Mann! Ich hab ihn! Ich schlag dich mit dem Fleisch! Ich brenne! Ich brenne! Ich hab verfaultes Fleisch gegessen. Ich fall gleich um. So. So, brennt doch jetzt mal weg hier. Ich bin vergiftet. Bowie. Auf deinem Dach ist jetzt eine Spinne, Alter. Und wieder. Ja. Geh hoch. Jetzt kommt sie. Ja! Töte sie, Bowie. In the bow. Was? Ah, da bist du. Ja, da kann ich auch den Dings sehen. Du musst oben auf jeden Fall noch ein paar Dings hinmachen. Sag mal schnell. Ja, ich hab grad keine Fackeln. Ja. Zum Glück habe ich noch welche. Deswegen. Aber ich habe eine Idee. Ah. Da du schon schön oben stehst. Ich guck mal, ob ich mein Grab finde, Alter. Nee, bleib mal oben. Ich bin schon weg. Habe ich mein Grab hier irgendwo? Alter! Alter! Da ist er. Der Hurensohn, der lebt! Er lebt! Aua, schießt du jetzt auch auf mich? Nein. Da unten ist ein Knochen, Alter. Ganz viele Dings, Junge. Komm mal mit hier. Er lebt hier. Hier ist er gefangen. Ah! Echt jetzt, Alter? Siehst du meine Bürste denn da irgendwo, wenn ich sterbe? Nee, keine Bürste. Auch jetzt nicht? Keine Büste? Nee, auch keine Brüste, keine Büste. Nach meinem Tod ist also keine Bürste da. Mann. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Na, jetzt könnte vielleicht nichts sein, weil ich ja auch kein... Obwohl, doch, wenn ich sterbe, sollte eigentlich so ein Dings da sein. Scheiße, Alter.
Aua. Hier muss ich jetzt. Nee, hier muss ich jetzt erstmal zumachen. Und hier erstmal gar keine rauskommt, Alter. Wollen wir nicht schon wieder aufsammeln? Wir müssen mal gucken hier. Wie machen wir jetzt? Bist du jetzt eigentlich schon. Aua! Bist du jetzt eigentlich schon mit dem. Wow, Alter, er ist schon richtig gut, Junge. Ist schon. Sehr nice. Kriegt das schon echt gut hin, Alter. Ich bin begeistert. Ich nehme das jetzt hier einfach mal alles mit, weil es verschwindet ja eh nicht. Und jetzt schmeißen wir jetzt in die Grube. In unsere Fallgrube. Hallo? So. In unsere Fallgrube. So, und wir haben jetzt ein fucking Problem. Wir haben keine Äxte mehr. Und, ja. Wir haben keine Äxte mehr. Hast du jetzt noch Steinäxte? Oh, verdammt, Alter. Stein? Ja, Steinaxt. Wie du magst. Was? Ja, ich habe Steinäxte. Hast du die Tabs jetzt hier vorne weggenommen? Ja. Und drin machen noch Steintabs hin. Was war das denn? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, da hat jemand auf uns geschossen. Oh mein Gott. Wenn das kaputt geht, kann man das Glas wieder aufsammeln? Oder ist es denn kaputt? Passt da nicht. Ey, da muss irgendwo da noch ein Schütze draußen sein. Hier. Jo, danke! Bam! So. Ah, hallo? So. Wow, hier ist. Den Baum lasse ich mal. Der sieht ganz cool aus. Welcher Baum? Der Birkenbaum, der gepflanzt ist. Der sieht so nice aus. Ich finde es ja schon ein wenig exquisit. Außer natürlich das Sterben an diesen blöden Scheiß Creepern. Da müssen wir uns demnächst echt mal. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Okay. Scheiße, ich wollte keine Holz haben. Oh, ich wollte schnell. Ja, genau das wollte ich. Während du jetzt hier, das war der Mast, hole ich noch schnell Wolle. Damit wir mein Haus bauen, damit wir mein Bett bauen können. Ja, tu das. Wie viel Wolle brauchst du denn? 3. Oh mein Gott, Alter. So, da hinten sind die Schafis.
Tut mir leid, Xavi! Tut mir leid, Xavi! Tut mir leid, mein Xavi! Es ist alles nur für einen guten Zweck. Ja. Es ist alles für einen guten Zweck. Ja. Oh mein Gott. Die sehen wunderschön aus. Ja. Du siehst auch wunderschön aus. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Meister Bowie Instruction. Ja, ich lasse dich schon zufrieden. Brauchst auch keine Angst haben. Was? Ja, die haben ein bisschen Angst gehabt, wo sie mich gesehen haben. Und Geschwindigkeit ist wieder weg. Du zielst schon wieder auf mich. Aua! Bowie, der gemeinsame. So, die Wolle. Wo ist der jetzt schon wieder? Ey! Ganz ehrlich, es ist schon wieder. Ah! Okay, hier. Was? Oh, wie viele Schafe hast du gekillt? Zwei. Drei? Sechs. Ich habe Pfingstrosen, Diggi. Können wir die hier, Rosen können wir auch einfach so anpflanzen, ne? Ja. Okay. Guck mal! Wow! Ist das sweet. Und wackelt's auch bei dir? Ja, es wackelt. Kleine Anspielung. An den kleinen Penis. Es wackelt. Das hat er wieder nicht gehört. Der kleine Penis. Was? Ich hab gesagt, Anspielung an den kleinen Penis. Dein? Was? Ich brauche was zu essen. Ich kann schon wieder nicht rennen. Ist was. Ich hab nichts mehr zu essen. Hier. Oh, lecker. Lecker, was? Gebratenes Schweinefleisch. Du bist so gut zu mir, Alter. Du bist einfach zu gut zu mir. So ein bisschen Steine. Steine Farm. Die Mucke ist auch mal wieder richtig geil, Alter. Dum-d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 um
Okay, das können wir eigentlich da mal rausnehmen, weil wir das woanders brauchen. Weil wir haben ja unsere Verarbeitungskiste hier, genau. Dann kommt das nämlich. Ist das alles das Richtige? Das ist Eichen, das kommt denn dahin. Irgendwas hat sich gerade hier gespawnt. Das hat sich so richtig. Wupp! Ja, das war der. Das war ein Enderman. Das war ein Enderman, ne? Wupp! Okay. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir das Dach vielleicht weiter ausbauen können, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht bin ich ja noch nicht so weit mit der Aufnahme, vielleicht können wir das ja mal dann ein bisschen verwenden. Wollen wir ein Spitzdach machen? Wollen wir ein Flachdach machen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, oder besser gesagt, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Und wir hoffen, es gefällt euch immer noch in Slender City. Obwohl, ich gehe lieber nicht raus. Ich sterbe bestimmt wieder. Bei meinem Glück. Ich gehe einfach auf meine Trap. Auf meine Trap. Und ja, mit diesem wunderschönen Ausblick verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Entspannt schön. Denn ja, wo ihr die Folge gerade guckt, ist es nämlich Sonntag. Und ja, der Start in die Woche, der Montag, der gehasste, der steht bald. OMG, es hat gerade geblitzt, Alter, Junge. Oder besser gesagt, gedonnert. Also, ein Blitz war schon ein bisschen, aber es war nicht. Oh, in der Nähe. What the fuck, Alter, Mann. In der Nähe. Irgendwo hier müsste es gleich brennen, oder? Da, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir sind zwei Monster. Oh mein Gott, du bringst sie hierher. Komm hier hoch. Aber nicht in mir. Ja, und ja, mit diesen ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns beide, ne? Jo. Und sagen einen wunderschönen Sonntag, genießt ihn noch und ja, einen guten Start morgen in den Montag. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, liebe Minecraft-Freunde und ja, tschüssi! Oh mein Gott, ich mach mir gleich ins Höschen,